Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Minigames. Und heute sind wir in einem neuen Spiel, nämlich Ender's Brief. Darum geht es hier. In dieser Plattform sind wir denn gleich, wenn die Runde beginnt, nämlich so Endermänner und können andere Blöcke wegschießen. Es geht halt einfach darum, diese 16 Leute oder so, dass man da der Letzte ist, der überlebt. So, man kann auch gleichzeitig sich teleportieren mit ein bisschen Aufladezeit oder sich so eine unzerstörbare Plattform machen, für die 3 Sekunden hält. Das heißt, es geht darum, möglichst lange zu überleben und den Gegner möglichst lange auszudrücken. Ich bin nicht besonders gut, ich habe bisher einmal gewonnen. Ich versuche immer in die Top 10 zu kommen, das heißt, dass ich nicht so der Erste, die ersten 6 bin, die sterben, das bin ich immer mit zufrieden. Wenn ich Erster oder Top 5 oder Top 3 bin, das ist natürlich besser, aber dürfte aber alles gehen. Von daher hoffe ich, dass wir da viel Spaß haben. Auch in dieser Runde. Ist ein bisschen ruhiger als das andere. Ja. Und ich würde sagen, die Runde sollte man gleich beginnen. Ich will ein anderes Lied, ne? So, ja, ist schon besser. So, 16 Leute sind drin, das ist schön. Da hinten ist irgendwas. Seht ihr es auch links? Ist da irgendwie das andere Spiel? Kann ja sein. So, und wir sehen hier diese Kugel, oder? Wir können jetzt die Dinger wegmachen. Ach, ist das schön. Ich fand das ein lustiges Spiel. Es geht da irgendwie immer nur um Überleben. Ich weiß nicht, warum hat das... Warum man das nicht als Survival-Game bezeichnet. Das verstehe ich immer nicht, diese Leute, die sich auf diese Plattform begeben. Eieieiei. Oh Gott, hier ist immer gefährlich, hier ist immer gefährlich. Am besten ist es eh immer, wenn man... Ja, und wie gesagt, man kann sich auch teleportieren, wie man gerade gesehen hat. 5 Sekunden, da sollte ich mich jetzt... Man hat aber auch hier, wie man sieht, immer so eine kleine Aufladezeit. So. Ja, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte, oder wie? Ja, könnte nicht. Wie viele sind noch da? 6? Guck mal. 6, die beiden töten sich gerade. Ich kann mal ein bisschen von außen helfen. Nee. Wie viele sind da immer noch? 6? Meine Güte. Wo sind denn die? Wow, wow, wow. Wow. Das ist unglaublich. So. Ich begebe mich mal hier auf die... Okay, okay, okay. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ja, hallo? Ja, wie gesagt, es gibt ja auch manchmal so Extras, wie man sieht. Dreifachschuss habe ich jetzt zum Beispiel gerade. Okay, da habe ich einen. Ah, habe ich einen umgelegt. Oh Gott, oh Gott. Bin ich Dritter geworden? Ich glaube, ich bin Dritter geworden. Also es ist ja wirklich alles suchen und zerstören. Kill and destroy. Ah, da ist dieser spannende Kampf zwischen den der Dreier-Schuss. Das ist natürlich schön und ach, da konnte sich noch hoch teleportieren, aber dann war der nicht schnell genug und ich bin Dritter geworden. Es ist doch ein schöner Anfang. Da freut man sich doch. So, und ich würde sagen, wir machen die ganze Runde nochmal. Ich habe übrigens mehrere Server, wo auch unterschiedliche Spiele sind, die wir alle mal durchspielen können. Nächste Runde Ender's Brief, nächste Runde Glück. Guck mal, der Typ, den hatten wir doch schon in der letzten Folge, oder? Haben wir doch keine... Oh nein, wir haben einen Superman, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Ne, und ihr seht, das ist hier auch diese Plattform, auf der wir spielen. Also, dass wir einen Superman haben, der auch noch richtig gut aussieht. Der Skin. Das beunruhigt mich natürlich jetzt gerade schon arg. Hä? Es joint 14? Es joint 13. Mit Polofall. Es gibt auch so Profalla. Das ist ein Politiker. Und das Spiel startet gleich. Diese Musik. Okay. Au, au. Das Schöne ist, dass man auf dieser Anfangsstraße immer erst zwei Höhlen hat. Manchmal passiert es mir auch, dass ich sogar meinen eigenen Stein wegschlage. Dann denke ich mir immer selbst, ja, das ist noobig. Wow, wow, wow. Danke. Wow. Irgendjemand hat auf mich versucht zu schießen. Aha, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Ich glaube, da ist jemand gestorben durch meine Hand. Wow, lag. Screenshot gespeichert. Was, habe ich F2 gedrückt? Kann doch gar nicht sein. Die Musik gefällt mir. Ah, Techno X. So, aha. Ja, meine Taktik ist es eigentlich, sich souverän sich raushalten. Und immer auf Gelände sein, wo unter dir doch noch was ist. Da bist du, ich töte dich, ich töte dich, ich töte dich. Also ich töte dich nicht direkt, sondern... kann man sich auch nicht die Fluchtwege einfach wegmachen? So, oh Gottes Willen. Oh, scheiße. Nein. Scheiße. Oh, scheiße. Ja. Hat nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Sieht man mich eigentlich? Nein, ich habe Unsichtbar, ne? Ja, ich habe Unsichtbarkeit. Okay, das war nicht so gut. Den Teleport hätte ich früher machen müssen. Ist aber auch immer alles direkt zerstückelt. Weil diese Außenplattform gehen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo es am sichersten ist, wo man die meisten Plattformen unter sich hat. Hier, ne, so in der Mitte scheint es wirklich zu sein. Es sind noch 5 Leute in der Runde. 5 Leute. Da steht jemand auf einer gefährlichen Plattform. Hier kann gleich alles. Kann der noch springen? Kann er springen? Nein, er kann nicht springen, aber er fällt und hat seine Sicherheitsplattform. Jetzt hat er sich hoch teleportiert, das ist alles gut, aber er wird hier angegriffen von jemandem mit rein und der hat keine große und er hat wahrscheinlich seine Teleportationskugel nicht. Oder? Was wird das denn? Ein Sprung in den Freitod? Ein Sprung in den Freitod. Er muss nicht mehr hinterher schießen, der hat sich selbst umgebracht. Ja, Glitch it out, das haben wir gesehen. Denn jetzt hier der Fernkampf. Wenn er jetzt auf seine eigene Plattform war, er macht es ganz klug. Er macht das, dass er nicht nah genug rankommt und fällt. Hat er eine Teleportationskugel? Er konnte sich noch befreien, aber ist ja auf gefährlichem Terrain. Das ist unglaublich. Der macht eine ganz kluge Strategie. Er geht weit weg. Er kommt fast gar nicht mehr dran, der Gegner. Aber er fällt und... er hat eine Teleportationskugel, wie unglaublich ist das denn? Jetzt steht er auf noch gefährlicherem Terrain. Da haben wir es anscheinend mit einem Profi-Gegner zu tun, der hier aus Distanz auf ihn schießt. Unglaublich. Was wir hier sehen. Na, das ist gefährlich, was du da machst. Ja gut, jetzt hast du dich hochbefördert. Das ist sehr gut, was du da tust. Stehst allerdings auf einer einzelnen Plattform. Wenn er die trifft, dann bist du weg. Okay, jetzt hat er Big Shot und Triple Shot, damit kann er ihm natürlich seine Plattform zerstören. Hat er eine Teleportationskugel? Wissen wir es nicht? Oder wissen wir es nicht? Wir wissen es nicht. Er steht auf einer einzelnen Plattform, er konnte sich noch befreien. Das ist ja anscheinend ein Profi. Jetzt ist er gefallen und er ist gewonnen! Sehr gut gemacht. Hacker.
Ja, es war, sah mir eher wirklich gut aus. Hacker, ja, nee, das sah mir wirklich danach aus, als wäre der. Ja. Hätte der einfach nur Skill gehabt. Und wir haben Enders Belief. Aha, ich bin der Letzte, also das heißt, die Runde fängt hier ganz schnell an. Das ist eigentlich wunderschön. Ob ich diesmal besser bin, sehen wir, wenn das Licht angeht. Aber ich glaube, ich war auch wieder unter den Top 10. Das freut mich eigentlich immer ganz gut. So. Es geht schon los, Leute. Es geht schon los. Ich habe nicht mal meine Telekugel. 10 Sekunden sind eigentlich keine lange Zeit, aber man glaubt es gar nicht. Hier kommt einem diese 10 Sekunden echt immer Ewigkeiten vor. Aber noch sieht das Terrain ja ganz ordentlich aus. Einfach nicht in Sichtkontakt anderer Leute kommen. Und dauerhaft schießen, oder wie jetzt das hier. Aber wieso musste der sich denn teleportieren? Gefährliche Frage. Wollen wir die Information überhaupt haben? Wissen wir es oder wissen wir es nicht? Jetzt bin ich in den Top 10. Mein erstes Ziel ist erreicht. Oh. Da hätte ich mich fast selbst abgeschossen. Das wäre natürlich auch nicht das Gefühl. Ich bin immer so ein leichter Gegner, weil man bei mir die Wege voraussehen kann. Aber kann ich natürlich auch vollkommen falsch liegen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Wie? Ich habe überlegt. Ja, das ist doch scheiße. Ja, es war ein Fehler von mir. Aber sowas von. Komm, da trennen wir die Verbindung und gehen wir nochmal in den Server rein. Da können wir nämlich schnell, müssen wir das nicht abmoderieren, sondern können wir schnell noch eine neue Runde machen. Am Ende sind die Kämpfe ja doch immer irgendwo gleich. Also nochmal in Richtung Enders Grave. Was ist jetzt Enders Belief aus sich? Ja, ich habe Enders Belief ausgewählt. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da. Ja. Ne? Da halt. Da, da, da. Nein! Wie viele Plattformen gibt es da? Muss ich mal gerade zählen. 1, 2, 3, 6, 8. Was haben wir? Ach du Scheiße. Ein Terroristen, jemand mit Pullover, ja, habe ich nichts gegen. Normale Menschen. Ist das Superman? Was ist das? Was ist das? Was ist du? Sloth looks like Sloth. What? Wer ist Sloth? Stupid Kill. What? Ja. Stupid Kill. Ja. Okay. Was nicht? Ich weiß nicht mehr, was das ist, was der da ist. Oder sein will oder wie auch immer. Naja, ich halte mich erstmal raus. Das ist ja, das ist mir viel zu heiß. Was habe ich denn jetzt Eisenblöcke in der Hand? Wow, da wollte ich mich gar nicht teleportieren. Oh Gott, erstmal im Kreis laufen und ein bisschen rumlaufen. So, perfekt. Nein, 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 nein. Erstmal ein bisschen, das ist im Kreis laufen. Das fand ich immer das Spannendste. Ist zwar immer gefährlich, aber... Oh, willst du mich verarschen? Da müsst ihr doch fallen. Wieso fällst du nicht, mein Junge? Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ja, was habe ich da gehört? Oh Gott, schießt er auf mich? Wow. Okay, das ist blöd. Gottes Willen, nein. Nein, 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 nein. Nein. Vierter. Mist.
Täter 2, wo sind denn die beiden? Ja, da, den hätten wir doch auch angegriffen, meine, oder? Ah, okay. Typisch. Wow. Okay, okay. Wow, was hat der denn getan? Okay. Cool, was er macht. Das ist nicht unspannend. Au, das ist natürlich schön. Was ist denn der? Ach, da unten versteckt er sich. Na klar. Was ist der Feind? Ja, das war ziemlich dämlich, muss ich sagen, von den Typen. Eine Runde machen wir noch in dieser Folge. Eine Runde geht noch. Eine Runde machen wir noch. So, Ender's Brief. Einer in der Lobby, ja. Nur damit ich hier nicht mitten in der Mitte stehe. Wir sind hier auch, ne? Den Himmel ganz nah. Tiger? Baby? Was habe ich denn hier? Dann heißt er auch noch Bananen irgendwas. Und eine IP-Adresse haben wir auch noch. Was ist denn das? Mit solchen Typen können wir ja jetzt nicht gewinnen. Ne? Nicht gewinnen. Weil wir mit solchen Typen verlieren. Wir können jetzt zwar gar nicht verlieren, weil das nicht unser... Ich weiß gerade nicht, worüber ich rede. Ich bilde einfach nur irgendwelche Sätze, die keinen Sinn ergeben. Meine Herren. So, I won a game without shooting once. Ja, das geht auch. Ja, indem man einfach auch hier zurückhalten, ne? Also... sehe ich jetzt nicht als allerschwerstes Problem an. Man muss halt nur darauf achten, dass man sich konzentriert und FDP. Huch, jetzt habe ich ins Mikrofon, glaube ich, gepustet. Aber ich habe ja Popschutz. Was eigentlich, wenn ich hier so Löcher bilde? Okay, das ist gefährlich. Wow, wow, wow. Wow, ich will nicht so früh sterben. Enderblocks, okay, okay. Wie viele leben noch? 14. Jetzt schon welche Tore? Obwohl, ja, Unglück, ne? Unglück kann auch passieren manchmal. Das Spiel ist Unglück. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich einen Weitsprung gemacht? Na, das ist gefährlich für dich. Aber da ich nicht treffen kann, ist das nicht gefährlich für dich. Top 10. Nein, erstmal die Säule weg. Das ist ja unglaublich. Ich treffe den aber noch nicht. Vielleicht bemerkt er das nicht. Das ist ja unglaublich. Wer weiß. Okay, das funktioniert gar nicht so, wie ich will. Ja, man bemerkt mich bestimmt nicht. Da fällt jemand, das ist gut. Okay, ich habe schon wieder die Teleport, das ist schön. Ah. Vielleicht sollte ich ein bisschen weiter vorne schießen. Ich mach dir mal hier Löcher rein. Merkt ihr das gar nicht? Boah. Ist ja nicht so, dass ich ganz dumm bin. Ich merke das schon, wenn ich falle. Oh Gott, oh Gott. Ah, hier ist noch viel doppelschichtig. Kacke, dreist. Boah. War das gut?
Ich weiß es doch nicht. Wow, 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 wow. Nein! Was? Was? Matt ist schon wieder Vierter geworden. Ey, so knapp an der Top 3 vorbei. Es ist doch scheiße. Naja, aber wir können ja erstmal Cut machen, ne? Bis zur nächsten Folge und bis dahin. Tschüss.